Der deutsche Sprinter Armin Hari erhitzte ein Jahr später die Gemüter. Nicht seine Leistung, als erster Mensch der Welt die 100 Meter in genau 10 Sekunden zu laufen, rief Diskussionen hervor, sondern die Art und Weise, wie dieser Prestigerekord zustande kam. Achten Sie auf den Mann in der Mitte. Der Starter ahndete seinen offensichtlichen Frühstart nicht, sondern ließ das Rennen laufen. Zweimal 10,0 und einmal 9,9 zeigten die Uhren. Aber Tausende von Zuschauern hatten gesehen, dass dieser Rekord nicht regulär sein konnte. So knieten denn Hari, Schweizer Meister Heinz Müller und der Kölner Jürgen Schüttler eine halbe Stunde später nochmals in die Startblöcke. Diesmal schoss der Starter so rasch, dass Hari optimal aus den Blöcken kam. Zweimal 10,0 und einmal 10,1 zeigten die Uhren und machten damit Armin Hari offiziell zum schnellsten Mann der Welt. Eine weitere amerikanische Bastion war gestürmt worden. Zwei Monate später bewies dann der Deutsche mit seinem Olympiasieg, dass dieser Weltrekord kein Zufall gewesen war.